Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongo und Jakob von Infrakta und ich bin in Tooth and Tail. Das hat ein freies Steam-Wochenende. Nutze ich die Gelegenheit und schaue mir das Spiel an fürs Infrakta Games Archiv. Normalerweise bin ich eigentlich noch in den Infrakta Warhammer Wochen, wurde jetzt aber unterbrochen, weil AMA Postscriptum Testwochenende hat, weil Raiders of the Broken Planet eine Singleplayer-Kampagne verschenkt hat und weil das hier ein Testwochenende hat und noch irgendwas, was ich wieder erfolgreich verdrängt habe. Ja, Tooth and Tail. Also ich habe gerade eben schon ein Video gemacht dazu, genau gesagt 3 und ja, typisch Monty, ja, klassischer Monty. Erst aufnehmen, hinterher dann checken, ob die Soundqualität stimmt. Hab das dann gelöscht, weil wenn ich hier in den Optionen den Sound, kann man Musik und Effekt, und wenn man Effekt auf die kleinste Einstellung macht, dann weht ein extrem lauter Wind. Und dieses Windgeräusch überdeckt tatsächlich meine Stimme. Ja, ich weiß. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal. Deshalb habe ich jetzt ist mal kurz aus. Was ist denn heute los hier? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja. Deshalb habe ich den Sound jetzt kurz mal ausgeschaltet. Ich mache gleich wieder an, wenn wir das Spiel starten. Ja, auf jeden Fall. Ich habe vorher keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich bin immer noch nicht gut da drin. Aber ich kann jetzt tatsächlich, nachdem ich das jetzt schon ein bisschen gespielt habe, ein bisschen was zu sagen. Was konnte ich vorhin logischerweise noch nicht, weil da, ich habe noch nie von diesem Spiel gehört und habe es auch noch nie gesehen. Auf den ersten Blick war ich der Meinung, das ist ein Porter, Quatsch, ein Mobile Port. Anscheinend ist es dem nicht so, aber ich denke, es wird sich von der Steuerung, von der Optik und von der Kartengröße auch absolut anbieten als Mobile Spiel. Tooth and Tail ist ein Echtzeitstrategiespiel. Man kann eine Singleplayer-Kampagne spielen und man kann kann mehr Spieler spielen. Ich behaupte und ich rate eigentlich auch eher zu mehr Spieler. Als mehr Spieler kann ich mir das wirklich interessant vorstellen, weil das Spiel so ein bisschen funktioniert wie ein, wie soll man das ausdrücken, wie ein umgedrehtes MOBA. Im klassischen MOBA spielen wir einen Helden, der bietet die Hauptkampfkraft und Fähigkeiten und seine Minions, sein Fußvolk unterstützt ihn. Hier ist es genau umgekehrt. Unser Held ist eigentlich passiv, aber absolut wichtig. Er ist im Prinzip unser wichtigstes Instrument für die Organisation, Führung der Armee, aber er kämpft selbst nicht. Seine Minions kämpfen für ihn. Das ist im Multiplayer, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich habe es leider nicht hingekriegt, ein Multiplayer-Gefecht zu bekommen. Ich bin Level 0, anscheinend bin ich damit das kleinste Licht im Tunnel. Ich werde nicht gematcht, also ich habe hier mal geschmeidig eine halbe Stunde wohlwollend den Bildschirm betrachtet, also nein, ehrlich gesagt habe ich gelesen Bernard Cornwell Roman und habe ab und zu mal drüber geguckt und immer noch nichts, okay. Die Kampagne, würde ich sagen, ist eigentlich nur interessant, um das Spielkonzept grundsätzlich erstmal kennenzulernen. Wirklich vernünftig spielen kann man sie leider nicht, weil es einfach nicht funktioniert. Nicht im Sinne, dass sie buggy wäre, sondern es gibt in dem Sinn keine KI. Die ist einfach rotzedumm. Und deshalb ist für die Regeln außer Kraft gesetzt. Ich spiele das jetzt gleich, da halte ich dann die Klappe, weil es mit dem Ton sonst nicht geht. Aber ihr werdet das sehen, wenn ich irgendwas machen will, muss ich meinen Helden da haben. Wenn ich ein Gebäude bauen will, muss er an dieser Stelle stehen. Dann kann ich an dieser Stelle das Gebäude bauen. Das ist also nicht das klassische Basenbausystem wie beim klassischen RTS, wo man sagen kann, okay, ich klicke mit der Maus irgendwo hin und baue da ein Gebäude und klicke das Gebäude an und das spawnt das dann. Hier haben wir unseren Helden, der läuft hin und her, also wir steuern den und dann an der Stelle, wo er steht, da wird ein Gebäude gebaut. Und die Truppengebäude, die Truppen herstellen, die spawnen die automatisch, sobald genug Nahrung in der Kasse ist. Das kann manchmal auch ein bisschen nervig sein oder oft, weil man hofft jetzt irgendwie zu sparen auf 120 Nahrung, weil dann kann man irgendein Gebäude bauen und dann schafft man das aber als nicht, weil diese Gebäude, die Truppen spawnen, ständig diese Nahrung verbrauchen. Das macht es ein bisschen schwierig. Zudem ist es so, mein Held muss quasi immer seine Truppen um sich sammeln. Ich muss Richtung Gegner marschieren, muss den Gegner mehr oder weniger markieren oder in seiner Nähe zumindest sein, weil meine Truppen von sich aus erstmal gar nichts machen. Die MG-Nester so, die sehen keinen Feind, wenn er direkt vor ihnen ist. Ich muss da in der Nähe stehen, ich muss das alles organisieren. Aber da ich nur einen Held habe und wenn der tot ist, habe ich verloren, muss ich auf meinen Helden zum einen zwar aufpassen, auf der anderen Seite muss ich ihn aber ständig in den Angriff führen. Die KI, für die gilt das aber alles nicht. Die KI kann bauen, wo sie lustig ist, die verheizt ihren Helden als Scout-Einheit, verliert deswegen aber nicht und dann
zudem cheatet die Nahrung und deshalb überrollt die einen permanent mit unheimlich vielen Truppen. Und die kann man aber überhaupt nicht gescheit stoppen, weil die Defensive überhaupt nicht wirklich stattfindet. Also ich kann zwar im Genesis bauen, die machen aber erstmal nichts von allein, wenn man Held nicht in der Nähe ist. Und es gibt so Kamikaze-Einheiten und die machen das einfach ruckzuck platt. Das heißt, wenn ich hier gegen die KI gewinnen will, was extrem schwer ist, dann muss ich selbst extrem hektisch herumwuseln, so schnell wie möglich alles Mögliche bauen und dann mit der Truppe, die ich habe, losrennen, bevor die KI quasi in Schwung kommt. Das macht das extrem nervig und unfair. Deshalb rate ich davon eigentlich erstmal quasi, also ich, wenn jetzt einer sagt, ich möchte das Spiel haben wegen dem Singleplayer, rate ich davon ab. Wenn er sagt, das Spiel gefällt mir wegen Multiplayer, dann könnt ihr den Singleplayer spielen, um das Spielkonzept kennenzulernen. Zudem ist es im Singleplayer ist es ganz niedlich gemacht, so von den Stimmen und so, das haben sie ganz gut hingekriegt. Das ist nämlich so ein bisschen eine Anspielung auf die russische Oktoberrevolution. So, das erstmal alles zuerst und dann spielen wir jetzt mal und dann hinterher sage ich noch was. So, Option, Sound. Nein, nein, die brauchen wir nicht. Das von dem Gedudel kriege ich Aggression. Ja, ja, ja. So, ich kann auch nur einen Spielstand haben. I told my son, we won't work the farms, no. We won't eat the food of beasts. We'll eat meat, as any civilized animal does. But when the civilized called a harvest, and the city feasted on my boy. We took to the warrens and lit the country aflame. Who decides the fate of animals? The long coats? The common folk? The KSR? Or the civilized? Whoever triumphs will go hungry no more. Those who fall will be dinner. Finde ich eigentlich ganz gut erzählt, bin auch ein bisschen sehr blutrünstig. Mir schinken stjab guter denn je, keep better. Wow, zieht ihr den Gausch? Ja, ja, in Kalle. Bow your tail lips. That was the yacht. Yes. Just killed them.
Royal Pan Kloyet. Glengir on Glens. Javualija, Shaklojost Longcuts. Just while Who's Dallos ding yap samya chen. Yeah.
Diese Basis ist ja wirklich eine Basis, sondern hier gehen wir nur von, eröffnen sich die Türen und neue Missionen werden freigeschaltet. Now rubiet al pit, ti shall not. Wolf well it biezit yet, sosh biayem si melios yet. Yo, Yen-Gar! 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 Yo, Yen-Gar!